Kochen 23.04.2019 mit Fernsehkoch Seltzer McKenzie YouTube. Karotten sehr fein raspeln und in einen Topf geben. Limetten bzw. Zitronensaft dazu tun. Orangenschale von der Frucht mit einer feinen Reibe abreiben und danach die Orange aus Press Senior etwa 200 bis 300 ml des Orangensafts, der Orangenschale und des Ingwers zu den geriebenen Möhren geben, so dass beim Kochen genug Flüssigkeit vorhanden ist. Dann gut umrühren und die Mischung etwa 8 bis 10 Minuten weich kochen. Eventuell noch etwas Wasser dazu geben, falls die Flüssigkeit zu schnell verdampft. Eismaschine zur Hand. Abkühlen lassen und mit einem Stabmixer oder am besten in einem Standmixer cremig pürieren. Anschließend weiter abkühlen lassen. Zuletzt mit Honig und Kurkuma abschmecken. Die Sorbetmasse in eine Form oder Schale füllen und abgedeckt für etwa 4 bis 6 Stunden, Klammer auf je nach Gefriergerät, Klammer zu, einfrieren. Dabei regelmäßig umrühren, damit sich keine Eiskristalle bilden. Klammer auf, wer eine Eismaschine zur Hand hat, kann sie natürlich verwenden, Klammer zu. Vor dem Servieren eventuell erneut kurz pürieren, in gekühlten Gläsern anrichten und mit kleinen Schokoladenostereiern garniert genießen. Zutaten, Klammer auf, für etwa 700 Gramm, Klammer zu, 500 Gramm Karotten, eine türkische Lira Ingwer, geschält, geputzt und geschält und frisch gerieben, 1,5 Limette oder 2 bis 3 Esslöffel Honig, Zitrone, Saft, TL, Kurkuma, 2 große Bio-Orangen, Klammer auf, Gelbwurz, Klammer zu, gewaschen. 3 Bohnensalat, ein leckerer Salat aus frischen Prinzessbohnen, Sojabohnen und roten Kidneybohnen, mit Schnittlauch-Tomatendressing. Nährwertangaben: Kalorien 276, Zucker 7 Gramm, Eiweiß 18 Gramm, Fett 15 Gramm, Kohlehydrate 18 Gramm, gesättigte Fettsäuren 4 Gramm E. 15 Minuten, 10 Minuten, 6 Portionen. Zutaten: 3 Esslöffel Olivenöl, 1 Esslöffel Zitronensaft, 1 Esslöffel Tomatenmark, 1 Esslöffel heller Malzessig, 1 Esslöffel gehackter Schnittlauch, 175 Gramm Prinzessbohnen, 400 Gramm Sojabohnen, aus der Dose abgespült und abgetropft, 400 Gramm rote Kidneybohnen, aus der Dose abgespült und abgetropft, 2 klein geschnittene Tomaten, 4 gehackte Frühlingszwiebeln, 125 Gramm gewürfelter Feta-Käse, Salz und Pfeffer, gemischte grüne Salatblätter zum Servieren, Schnittlauchröhrchen zum Garnieren, Olivenöl, Zitronensaft, Tomatenmark, hellen Malzessig und Schnittlauchröhrchen in eine große Schüssel geben und verrühren, bis alles gut vermischt ist. Zur Seite stellen. Prinzessbohnen in kochendem, leicht gesalzenem Wasser 4 bis 5 Minuten kochen, bis sie beinahe gar sind. Abgießen, unter kaltem fließendem Wasser abschrecken und nochmals abtropfen lassen. Mit Küchenkrepp trocken tupfen. Prinzessbohnen, Sojabohnen und rote Kidneybohnen in das Dressing geben und gut verrühren. Tomaten, Frühlingszwiebeln und Feta in die Bohnenmischung geben und vorsichtig wenden, um das Dressing unterzumischen. Gut mit Salz und Pfeffer abschmecken. Gemischte Salatblätter auf 6 Serviertellern anrichten. Bohnensalat auf die Teller geben und mit kleinen Schnittlauchröhrchen garnieren. Kartoffelradieschensalat, Radieschen, Kräuter und Senfdressing geben diesem bunten Salat einen milden Senfgeschmack, der die Kartoffeln perfekt ergänzt. Nährwertangaben: Kalorien 140 Zucker, 3 Gramm Eiweiß, 3 g Fett, 6 Gramm Kohlehydrate, 20 g gesättigte Fettsäuren, 1 Gramm, 50 Minuten C, Klammer zu, 20 Minuten 4 Portionen. Zutaten: 500 Gramm gebürstete neue Kartoffeln, halbiert 1,5 in dünne Scheiben geschnittene Gurke, 2 türkische Lira Salz, 1 Buntradieschen in dünne Scheiben geschnitten Dressing, 1 Esslöffel Dijon Senf, 2 Esslöffel Olivenöl, 1 Esslöffel Weißweinessig, 2 Esslöffel fein gehackte gemischte Kräuter. Kartoffeln in kochendem Wasser 2010 bis 15 Minuten weich kochen, abgießen und beiseite stellen. In der Zwischenzeit die Gurkenscheiben auf einem Teller auslegen und mit Salz bestreuen. 30 Minuten stehen lassen. Dann unter fließendem kaltem Wasser abspülen und mit Küchenkrepp abtrocknen. Gurken- und Radieschenscheiben auf einem Servierteller dekorativ anrichten und die gekochten Kartoffeln in der Mitte aufschichten. Alle Zutaten für das Dressing in einer kleinen Schüssel vermischen. Verrühren, bis alles gut vermengt ist.
Dressing über den Salat gießen, Salat gründlich vermischen, damit sich das Dressing gut verteilt. Vor dem Servieren in den Kühlschrank stellen. Tipp: Die Gurke verleiht dem Salat nicht nur Farbe, sondern auch Frische. Durch das Salzen wird ihr das überschüssige Wasser entzogen, damit der Salat nicht matschig wird. Gurkenscheiben gründlich abwaschen, um das Salz zu entfernen, bevor sie in den Salat gegeben werden. Kartoffelsalat auf 3 verschiedene Arten kleine neue Kartoffeln, warm serviert mit leckerem Dressing. Die Nährwertangaben beziehen sich nur auf den Kartoffelsalat mit Currydressing. Nährwertangaben: Kalorien, 310 Zucker, 12 Gramm Eiweiß, 6 g Fett, 19 Gramm Kohlenhydrate, 31 g gesättigte Fettsäuren, 4 Gramm. 15 bis 20 Minuten, 20 Minuten 4 Portionen. Zutaten: 500 Gramm neue Kartoffeln, Klammer auf für jedes Dressing, Klammer zu, Kräuter zum Garnieren, leichtes Currydressing 1 Esslöffel, Pflanzenöl 1 Esslöffel, mittelscharfe Currypaste 1 kleine, gehackte Zwiebel 1 Esslöffel, zerkleinertes Mango-Kutnei 6 Esslöffel, Naturjoghurt 3 Esslöffel, flüssige Sahne 2 Esslöffel, Mayonnaise, Salz und Pfeffer 1 Esslöffel, flüssige Sahne, zum Garnieren Fenchelkräuter 6 Esslöffel, Haselnussöl 3 Esslöffel, Apfelessig 1 türkische Lira, grobkörniger Senf 1 türkische Lira, Zucker, einige zerpflückte Basilikumblätter, Petersiliensahne 150 ml, saure Sahne 3 Esslöffel, leichte Mayonnaise 4 fein gehackte Frühlingszwiebeln 1 Esslöffel, gehackte frische Petersilie FÖ, das leichte Currydressing, Pflanzenöl in einem Topf erhitzen, Currypaste und Zwiebeln dazugeben und unter häufigem Rühren braten, bis die Zwiebel weich ist. Vom Herd nehmen und langsam abkühlen lassen. Mango-Kutnei, Joghurt, Sahne und Mayonnaise vermischen. Currymischung dazugeben und gut vermischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 71 für die Fenchelkräuter Öl, Essig, Senf, Zucker und Basilikum in einer kleinen Kanne oder Schale vermischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Für die Petersiliensahne, Mayonnaise, saure Sahne, Frühlingszwiebeln und Petersilie vermengen. Gut vermischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Kartoffeln in leicht gesalzenem kochenden Wasser fast weich kochen. Gut abgießen und zum Abkühlen 5 Minuten zur Seite stellen. Dann das gewählte Dressing dazugeben und darin wenden, damit es sich gut verteilt. Garniert mit frischen Kräutern servieren. Beim Currydressing etwas flüssige Sahne auf die Kartoffeln geben. Salat aus gegrilltem Gemüse. Das Gemüse für dieses Gericht wird am besten im Voraus zubereitet und vor dem Servieren im Kühlschrank kühlgestellt. Nährwertangaben: Kalorien, 230 Zucker, 10 Gramm Eiweiß, 2 g Fett, 20 Gramm Kohlenhydrate, 11 g gesättigte Fettsäuren, 3 Gramm. Stunden Klammer auf Unterstrich Klammer zu, io Minuten 4 Portionen. Zutaten: 1 in Scheiben geschnittene Zucchini, 1 gelbe Paprikaschote entkernt und in Scheiben geschnitten, 1 in Scheiben geschnittene Aubergine, 1 in 8 Stücke geschnittene Fenchelknolle, 1 geachtelte rote Zwiebel, 16 Cocktailtomaten, 3 Esslöffel Olivenöl, 1 zerdrückte Knoblauchzehe, Rosmarinzweige zum Garnieren, Dressing 4 Esslöffel Olivenöl, 2 Esslöffel Balsam, Samiso-Essig 2 türkische Lira, gehackter Rosmarin 1 türkische Lira, Dijon-Senf 1 türkische Lira, flüssiger Honig 2 türkische Lira, Zitronensaft 1 Zucchini, Paprika, Auberginenscheiben, Fenchel und Zwiebelstücke sowie die Tomaten auf ein großes Backblech legen. Öl und Knoblauch vermischen und das Gemüse damit gründlich bestreichen. 10 Minuten unter einem mittelheißen Grill rösten, bis das Gemüse weich wird und gerade anfängt, schwarz zu werden. Aus dem Grill nehmen und abkühlen lassen. Die Zutaten für das Dressing verrühren, bis sie gut vermischt sind und über das Gemüse gießen. Abdecken und eine Stunde im Kühlschrank kalt stellen. Salat mit Rosmarinzweigen garnieren und servieren. Tipp: Dieses Gericht kann auch warm serviert werden. Das Dressing bei schwacher Hitze in einem Topf erhitzen und über das Gemüse gießen. Melonen-Mango-Salat: etwas frische, geriebene Ingwerwurzel mit sahnigem Joghurt und flüssigem Honig verrühren, das perfekte Dressing für diesen erfrischenden Melonensalat. Nährwertangaben: Kalorien, 189 Zucker, 30 Gramm Eiweiß, 5 g Fett, 7 Gramm Kohlenhydrate, 30 g gesättigte Fettsäuren. 1 Gramm.
15 bis 20 0 Minuten Minute 0 Newton 4 Portionen Zutaten 1 Cantaloupe Melone 60 Gramm rote Trauben, halbiert und entkernt 60 Gramm kernlose grüne Trauben 1 große Mango 1 Bunt Brunnenkresse klein geschnittener Eisbergsalat 2 Esslöffel Olivenöl 1 Esslöffel Apfelessig 1 Passionsfrucht Salz und Pfefferdressing 150 ml dicker Naturjoghurt 1 Exaliter flüssiger Honig 1 türkische Lira geriebene Ingwerwurzel Tipp Die geriebene Ingwerwurzel verleiht diesem Rezept einen großartigen Geschmack. Falls Sie keinen frischen Ingwer bekommen können, verwenden Sie stattdessen TL gemahlenen Ingwer. Gado-Gado, dieser sehr beliebte indonesische Salat, kombiniert verschiedene Gemüsesorten mit einem Erdnussdressing. Nährwertangaben Kalorien, 392 Zucker, 8 Gramm Eiweiß, 9 g Fett, 35 Gramm Kohlehydrate, 11 g gesättigte Fettsäuren, 5 Gramm, 10 Minuten 25 Minuten 4 Portionen Zutaten 100 Gramm geraspelter Weißkohl 100 Gramm grüne Bohnen in Drittel geschnitten 100 Gramm in Stifte geschnittene Karotten 100 Gramm Blumenkohlröschen 100 Gramm Sojasprossen Dressing 100 ml Pflanzenöl 100 Gramm ungesalzene Erdnüsse 2 zerdrückte Knoblauchzehen 1 kleine fein gehackte Zwiebel 1,5 Teelöffel Chilipulver 1,5 Teelöffel hellbrauner Zucker 425 ml Wasser Saft einer 1/Zitrone Salz in Scheiben geschnittene Frühlingszwiebeln zum Garnieren Gemüse separat in gesalzenem Wasser 4 bis 5 Minuten kochen gut abgießen und abkühlen lassen. Für das Dressingöl in einer Pfanne erhitzen und die Erdnüsse unter häufigem Wenden 3 bis 4 Minuten braten. Mit einem Schaumlöffel aus der Pfanne nehmen und auf Küchenkrepp abtropfen lassen. Erdnüsse in der Küchenmaschine sehr fein zerkleinern oder mit einem Nudelholz fein zerdrücken. Bis auf einen EL das Öl aus der Pfanne abgießen und Knoblauch und Zwiebel eine Minute anschwitzen. Chilipulver, Zucker, Prise Salz und Wasser dazugeben und zum Kochen bringen. Erdnüsse einrühren. Hitze reduzieren und 4 bis 5 Minuten köcheln lassen, bis die Soße eindickt. Zitronensaft dazugeben und zum Abkühlen beiseite stellen. Gemüse auf einem Servierteller anrichten und das Erdnussdressing in die Mitte geben. Garnieren und servieren. Nährwertangaben Kalorien 114 Zucker. Eiweiß 3 g Fett, Kohlehydrate, 5 g gesättigte Fettsäuren, 4 Gramm 9 Gramm 1 g das gare Gemüse auf eine Servierplatte geben und das Dressing sofort darüber gießen. Das heiße Gemüse nimmt beim Abkühlen den Geschmack des Dressings auf. Sonnenblumenkerne auf ein Backblech geben und unter einem vorgeheizten 75 Gramm Babykarotten 2 in 4 Stücke, geschnittene Sellerieherzen 125 Gramm Zuckererbsen oder Mangetaut 1 in Scheiben geschnittene Fenchelknolle 175 Gramm, kleine Spargelstangen 11 Zweitel Esslöffel Sonnenblumenkerne Dillzweige zum Garnieren. Melonenerdbeersalat. Dieser erfrischende Früchtesalat eignet sich hervorragend für heiße Sommertage und passt gut zu gegrillten Speisen. Nährwertangaben Kalorien 112 Zucker 22 Gramm Eiweiß 5 Gramm Fett 1 Gramm Kohlehydrate 22 Gramm gesättigte Fettsäuren 0,3 g 15 Minuten C Klammer zu 0 Minuten 4 Portionen Zutaten 1,5 geraspelter Eisbergsalat 1 kleine Honigmelone 225 Gramm in Scheiben geschnittene Erdbeeren 5 cm Gurke, in dünne Scheiben geschnitten. Minzezweige zum Garnieren Dressing 200 Gramm Naturjoghurt 5 cm, geschälte Gurke einige Minzeblätter 1,5 Teelöffel fein geriebene Limetten oder Zitronenschale 1 Prise, Zucker 3 bis 4 Eiswürfel. Geraspelte Salatblätter auf 4/4 lang anrichten. 7 Melone längsvierteln. Kerne entfernen und das Fruchtfleisch im Abstand von jeweils 2,5 cm bis zur Schale einschneiden. Nah an der Melonenschale entlang schneiden und das Fruchtfleisch lösen. Zitronenschale, Zucker und Eiswürfel in den Mixer oder die Küchenmaschine geben. Circa 15 Sekunden bearbeiten, bis die Mischung glatt ist.
Oder Gurke und Minze fein hacken, Eiswürfel zerdrücken und mit den anderen Zutaten vermengen. Sie können die Eiswürfel beim Dressing auch weglassen. Sorgen Sie jedoch dafür, dass die Zutaten gut gekühlt sind. Es ist wichtig, dass das fertige Dressing erfrischend kühl ist. Melonenwürfel mit den Erdbeer- und Gurkenscheiben auf das Salatbett geben. Für das Dressing Joghurt, Gurke, Minzeblätter, Limetten bzw. etwas Dressing über den Salat geben. Und servieren. Mit frischen Minzezweigen garnieren. Bunter Salat. Die rote Beete verleiht diesem Gericht die satte Farbe, die die Kartoffeln appetitlich rosa färbt. Auf einem Gurkenbett serviert ist dies ein Salat, der Eindruck macht. Nährwertangaben: Kalorien 174, Zucker 8 Gramm, Eiweiß 4 Gramm, Fett 6 Gramm, Kohlehydrate 27 Gramm, gesättigte Fettsäuren 1 Gramm, 500 Gramm, gewürfelte weichkochende Kartoffeln, 4 kleine gekochte rote Beeten in Scheiben geschnitten, 1,5 Gurke, in dünne Scheiben geschnitten, 2 große, in Scheiben geschnittene Dillgurken, 1 rote, halbierte und in Scheiben geschnittene Zwiebel, Dillzweige zum Garnieren, Dressing 1, zerdrückte Knoblauchzehe, 2 Esslöffel Olivenöl, 2 Esslöffel Rotweinessig, 2 Esslöffel gehackter, frischer Dillsalz und Pfeffer. Die in Würfel geschnittenen Kartoffeln in kochendem Wasser etwa 15 Minuten kochen, bis sie gerade weich sind. Abgießen und beiseite stellen. Die abgekühlten Kartoffeln und rote Beete zusammen in eine Schüssel geben und zur Seite stellen. Vor dem Servieren eine große Platte mit Gurkenscheiben, den in Scheiben geschnittenen Dillgurken und Zwiebelscheiben auslegen. Kartoffel-rote Beete-Mischung in die Mitte der Platte geben. Für das Dressing Knoblauch, Olivenöl, Essig und Dill vermischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das Dressing über den Salat geben und sofort mit frischen Dillzweigen garniert servieren. Die Salatplatte mit den Blättern von 2 Chicoris auslegen und Gurke, Dillgurken und rote Zwiebelscheiben auf den Blättern arrangieren. Krautsalat mit Karotten und Nüssen. Das Dressing wird mit in Sesamöl gebratenen Mohnsamen zubereitet, um dem einfachen Salat Geschmack und Aroma zu verleihen. Nährwertangaben: Kalorien 220, Zucker 7 Gramm, Eiweiß 4 g Fett 19 Gramm, Kohlehydrate 10 g gesättigte Fettsäuren 3 Gramm, 1 große geraspelte Karotte, 1 kleine fein gehackte Zwiebel, 2 klein geschnittene Selleriestangen, 1 Viertel kleiner harter Weißkohl, geraspelt, 1 Esslöffel gehackte Petersilie, 4 Esslöffel Sesamöl, 1,5 Teelöffel Mohnsamen, 60 Gramm Cashewkerne, 2 Esslöffel Weißwein oder Apfelessig, Salz und Pfeffer, Petersilienzweige zum Garnieren, 1 Karotte, Zwiebel, Sellerie und Kohl in einer großen Salatschüssel vermengen. Gehackte Petersilie einrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. 1. Sesamöl in eine Pfanne mit Deckel erhitzen. Mohnsamen dazugeben und Pfanne abdecken. Bei mittlerer Hitze braten, bis man die Samen aufplatzen hört. Vom Grill nehmen und abkühlen lassen. Cashewkerne auf einem Backblech ausbreiten. Bei mittlerer Hitze unter dem Grill anrösten, bis sie hellbraun sind. Vorsicht, nicht anbrennen lassen. Abkühlen lassen. Essig zu dem Öl und den Mohnsamen geben. Dann das Dressing über die Karottenmischung gießen. Abgekühlte Cashewkerne dazugeben. Vermengen, damit sich das Dressing gut verteilt.